bin Mero. Einige von euch kennen mich nicht. Ich war früher hier, bin es jetzt nicht mehr. Aber ich mache immer noch so ein bisschen Stuff für den Software-Bereich. Für verschiedene Sachen. Was? Aber du bist doch jetzt gerade hier. Ja. Eine der Sachen, die ich mir überlegt habe zu machen, ist, ich war vor einer Weile genervt, weil ich war in Zürich und ich wollte Call of Duty Stunden gucken und es gab keine Aufnahmen auf YouTube. Wie ihr vielleicht wisst, nehmen wir die immer auf und laden sie hoch. Und es stellt sich einfach raus, es ist halt ein Hassle und niemand will sowas machen, weil es halt nervig zu arbeiten, wir müssen arbeiten. Und dann habe ich mich bereit erklärt, irgendwie so ein bisschen, wenn die Videos oben sind, irgendwie den ganzen Kram zu machen, der damit zusammenhängt von, nachdem sie oben sind, müssen sie editiert werden und klar. Das habe ich dann gemacht für irgendwie 10 Videos oder so und dann war ich genervt. Und dann dachte ich mir, das muss auch besser gehen. Und darum geht es heute. Zuerst irgendwie mal, was passiert eigentlich gerade? Wie funktioniert das eigentlich gerade mit diesen Videos? Am Anfang fällt aus dieser Kamera, irgendwie fallen Videodateien raus, die sind dann so gesplittet nach irgendwie ein paar Gigabyte. Und das ist das, womit wir anfangen. Der nächste Schritt ist dann, wir laden die irgendwie auf YouTube hoch und das dauert, weil Internetverbindungen sind langsam im Land des Breitbandausbaus. Und dann hat man irgendwie ein paar Parts davon und lädt die halt irgendwie hoch. Und dann wartet man. Und dann sind sie oben. Und dann, kann man das lesen? Nee. Dann sagt YouTube einem, we are processing this video, check back later. Ah, okay, I'm going to check back later. Dann kommt man also irgendwie nach 3-4 Stunden wieder. Und dann ist das oben, was gut ist und verfügbar und man kann es gucken. Dann muss man irgendwie den Menschen, der den Vortrag gehalten hat, fragen, ob der damit okay ist, wenn wir das hochladen. Und die meisten Leute wollen erstmal sehen, was das Video ist. Und jetzt können wir denen natürlich die Videodatei schicken, per E-Mail oder so. besser ist vielleicht, denen einfach den YouTube-Link zu schicken. Also setzen wir das Video auf eine Liste, damit man das nicht sehen kann, und schicken denen irgendwie einen Link und sagen, yo, schau das mal an, und findest du das okay? Und dann wartet man irgendwie ein paar Tage, und ein paar mehr Tage, und dann sagt er irgendwie, yo. Dann geht es ans Editing. Da, wenn man sich irgendwie so ein Video anguckt, fängt es an mit, da ist so ein Banner vom Noname e.V. und irgendwie so eine Titelfolie und dann fängt der Vortrag an. Das heißt, das erste, was man macht, ist, man öffnet irgendwie im Inkscape diese Titelfolie und man trägt dann irgendwie Titel ein und Speaker und das kriegt man ja alles aus unserer schönen Datenbank. Und dann exportiert man das irgendwie nach PNG und geht in den YouTube Video Editor. In dem YouTube Video Editor irgendwie lädt man die Folien hoch, weil offensichtlich ist voll wichtig, dass wir all unsere Titelfolien, die wir jemals einmal verwenden, in einem Album auf YouTube haben. Deswegen fügen wir sie dann dazu und dann schieben wir das so zurecht mit diesen Folien und dann machen wir nur so ein paar Crossfades, damit es irgendwie geil aussieht. Und dann process das. Und dann wartet man erstmal ein bisschen länger diesmal, weil Video ist länger und der muss irgendwie mehr tun, weil jetzt man nicht einfach kopieren kann, sondern diesmal muss er tatsächlich irgendwie kodieren. Aber wir sind halt noch nicht fertig, weil jetzt das Video ist zwar jetzt oben und editiert, aber es steht noch nicht auf der Homepage. Das heißt, wir müssen auch nach ein paar Stunden wiederkommen und dann kommen wir nach ein paar Stunden wieder und geben irgendwie Metadaten ein. YouTube, ja, die offensichtlichen Sachen sind ein Videotitel und irgendwie eine Description, aber es gibt auch so ganz viel so Metadaten wie, worum geht's eigentlich, wo wurde das aufgenommen, was ist die Lizenz und so weiter. Und da gibt es so eine Form und das macht man für jedes Video, aber für jedes Video sind das immer die gleichen Daten, aber man muss sich da trotzdem irgendwie durchklicken. Und manchmal vergisst man mal eine, manchmal macht man mal was anderes, alles nervig. Wenn man das gemacht hat, hat man den Link und dann holt man sich irgendwie die ID von der Webseite von diesem Vortrag, holt sich das Passwort irgendwie von Eris, ihr habt vielleicht Eris-Account, und trägt dann da diesen Link auf dieser Webseite ein, damit er in der Datenbank landet und dann, tada, sind wir fertig. Und das hat insgesamt nur ein paar Tage gedauert. Und weil das irgendwie nervig ist, das wird 30 Videos gleichzeitig zu machen und nicht den Überblick zu verlieren, macht man irgendwie ein Spreadsheet und Spreadsheet Magic und awesome. Das heißt, genervt bin ich, weil das alles furchtbar repetitive Arbeit. Ich meine, diese ganze Inkscape-Kacke, man klickt sich da irgendwie durch und dann geht irgendwie auf die Daten, auf die Webseite und schaut sich irgendwie an, was ist Description, was ist der Titel, wer sagt das.
Man gibt immer die gleichen blöden Metadaten ein, man cheat immer das gleiche in diesem blöden Video-Editor hin und her und es ist einfach nervig. Repetitive Arbeit ist blöd, weil repetitive Arbeit führt dazu, dass Menschen Fehler machen. Menschen sind dumm. Und es stellt sich raus, wenn man repetitive Tasks einem Menschen gibt, macht er irgendwie so zwischen 1 und 10% aller Tasks macht er einen Fehler. Was der Grund ist, warum beinahe garantiert, wann immer ihr frustriert seid mit einem automatisierten System, das wahrscheinlich kein automatisiertes System ist, sondern ein Mensch, der einfach dumm war und einen Fehler gemacht hat, weil man das einfach nicht wegbekommt. Man hat lange, lange Wartezeiten und lange, lange Wartezeiten sind deswegen ätzend, weil man nicht fertig ist. Man muss einfach warten, bis man den nächsten Schritt machen kann. Und dann arbeitet man da 5 Minuten dran und dann wartet man wieder 3 Stunden und dann macht man die nächsten 5 Minuten und das ist einfach kacke. Und es existiert eine bestimmte Inkonsistenz, insbesondere zwischen verschiedenen Menschen, weil irgendwie alle haben unterschiedliche Vorstellungen, wie lang diese Crossfades sind und unterschiedliche Vorstellungen, was in diesen Metadaten jetzt alles wichtig ist und was nicht. Und dann kriegt man halt irgendwie unterschiedliche Resultate. Meistens fällt es nicht auf, aber die Metadaten sind inkonsistent. Und selbst wenn das immer nur einer macht, kriegt man trotzdem Inkonsistenzen, weil der Ich von heute ist ein ganz anderer Ich, als der Ich von vor einem Jahr. Und der hat ganz andere Vorstellungen von, wie sowas funktionieren sollte. Mein Wunsch ist, dass es eher so funktionieren sollte. Ich habe einen Befehl, ich sage irgendwie, uploade, das sind meine Videos. Dann gibt es so ein paar Sachen, die man irgendwie manuell eintragen muss. Insbesondere der Start und das Ende, weil man am Anfang und am Ende immer ein bisschen wegschneiden muss. Irgendwie zum Beispiel nimmst du schon auf. Das muss man manuell machen, aber der Rest des ganzen Zeugs lässt sich einfach irgendwie aus der Datenbank vorarbeiten und dann schaut man dann nur mal kurz drüber, ob das so stimmt und wenn das so passt, dann passiert Magic und ein paar Tage später ist das Video online. Das ist so die Interaktion, wie ich mir vorstelle, wie das funktionieren sollte. Ich will die Videos hochladen und ich will irgendwie die notwendigen Sachen dem irgendwie geben und dann soll der das einfach machen. Der soll sich darum kümmern, dass irgendwie das auf YouTube hochgeladen wird, dass das editiert wird, der soll sich darum kümmern, dass da irgendwie die Erlaubnis kommt. Dafür braucht er mich nicht. Ich meine, einen Menschen im Irr-Token zu sagen, hey, schau mal diesen Link an, findest du das gut so? Da brauche ich keinen Menschen für. Ich fühle mich da ein bisschen überbezahlt. Schwierigkeiten, die man damit so hat, wenn man, also jetzt kann man sich natürlich einfach hinstellen und sagen, okay, dann schreibe ich halt ein Shell-Skript, das macht das. Und das ist auch ein valider Ansatz. Aber dann stellt sich raus, man hat sehr lange Wartezeiten. Die Wartezeiten kriegen wir nicht weg. Wir können nur dafür sorgen, dass ein Mensch nicht warten muss. Aber das bedeutet trotzdem, dass der Gesamtprozess, also wir müssen immer noch Videos codieren, wir müssen immer noch Dinge hochladen, wir müssen immer noch irgendwie darauf warten, dass der Presenter irgendwann antwortet. Das bedeutet, wenn ich irgendwie so ein Shell-Skript auf meinem Laptop laufen lasse und dann fahre ich in Urlaub oder so, passiert halt nichts, weil die Software muss halt irgendwie dauerhaft irgendwo laufen und irgendwie erreichbar sein und wir können nicht. Also so ganz einfach ist es dann nicht. Dann könnte man jetzt sagen, okay, dann lassen wir es auf Iris laufen, weil wofür haben wir so eine VM? Dann stellt sich raus, Videokodierung braucht relativ viele Ressourcen, also einige. Und wenn wir jetzt einfach, und die VM ist relativ klein auf Iris, das heißt, wenn wir da jetzt irgendwie so einen FFmpeg anschmeißen, das irgendwie die ganze Scheiße zusammenschneidet, kann niemand mehr Iris benutzen für die nächsten 3 Tage, bis es fertig ist. Das ist nicht so gut. Jetzt könnte man sagen, wir kaufen einfach eine neue VM und lassen das darauf laufen. Ich habe kein Problem damit, wenn der Feind das machen will. Das Problem, was ich damit sehe, ist, die wird dann halt die Hälfte der Zeit benutzt und die andere Hälfte der Zeit macht die halt nichts, weil wir haben nur ein Video pro Woche. Und die Hälfte ist großzügig. Drittens, Dinge gehen schief. Alle Software hat Bugs, alle APIs, APIs ändern sich, unvorhergesehene Dinge passieren. Wenn in so einem Shell-Skript Dinge schief gehen, dann fängt man halt normal an. Das heißt, was ich will, ist, wenn Dinge schief gehen, will ich angucken, was schief gegangen ist, die 3 Dinge ändern, die ich ändern muss, damit es in Zukunft nicht mehr schief geht, und dann weitermachen von da, wo er aufgehört hat. Und ich habe da was geschrieben, und das funktioniert auch vielleicht, aber ja, so ein paar Sachen, die... Wie ich diese Probleme angehe in meiner Lösung. Das eine ist, wir haben da so eine schöne Datenbank, da steht eigentlich alles drin.
eine Datenbank für die Talks. Naja, wenn ihr auf die Homepage geht, seht ihr alle Talks, die werden aus einer Datenbank gelesen. Das heißt, im Wesentlichen, wer ist der Speaker, was war das Topic, Datum, Ort, das steht alles in der Datenbank. Das muss ich keine Gedanken machen. Wir können um die Titelfolien zu machen, Inkscape hat Command Line Usage, was sehr praktisch ist. Und jetzt können wir entweder versuchen, die passende Command Line zusammenzubauen, um irgendwie da den Speaker reinzubasteln. Oder wir stellen fest, dass SVG ein Klartextformat ist, benutzen dann eine Template-Sprache und frickeln das da rein. Funktioniert hervorragend. Dann gibt es etwas, ich habe gerade FFmpeg gesagt. FFmpeg ist ziemlich cool und ziemlich mächtig, aber wenn ihr mal versucht habt, was nicht Triviales damit zu machen, ich habe nach ungefähr 3 Tagen aufgegeben, weil ich es zu ätzend fand. Also den simplen Task: macht zuerst das Banner, macht dann den Titel, macht dann den Talk, dann den nächsten Talk, dann den nächsten Talk-Video und dann nochmal ein Banner mit Crossfades, was an sich furchtbar simpel ist, ist mit FFmpeg fürchterlich. Es gibt aber etwas, das nennt sich Media Loving Toolkit. Das ist so ein Video-Editing-Toolkit, das hinter dem KDE-Video-Editor, dem großen KDE-Video-Editor, steht. Jedenfalls, die haben sich da irgendwie was geschrieben. Ich glaube, das ist auch nur ein Wrapper um FFmpeg, aber es hat eine deutlich, deutlich einfachere API, eine deutlich einfache Schnittstelle. Und da stellt sich raus, wenn man... Die haben halt so einen Command und wenn man irgendwie sowas machen will, wie was wir machen wollen, dann sagt man, mach mal Video 1, Video 2, Video 3, Video 4 und dann nochmal Crossfades dazwischen und dann funktioniert das einfach. Für wie wir das laufen lassen, würde ich vermutlich Cloud-TM benutzen. Ich weiß, dass Leute Cloud nicht mögen und das ist ja auch okay. Aber Cloud ist genau dafür gemacht. Ich habe eine hohe Peak-Usage, aber brauche die Ressourcen nicht dauerhaft. Dafür ist Cloud gemacht. Dann klickt man sich eine VM, dann fährt eine VM hoch, dann macht man, was man machen will und dann zerstört man sie wieder und dann zahlt man für eine Stunde VM-Nutzung. Das funktioniert noch nicht, habe ich mich noch nicht dran gesetzt, aber ist an sich kein großartiges Problem. Es sind ein paar HTTP-Requests an die Google Cloud API. YouTube bietet eine API an. Ich war sehr erfreut, dass ich herausgefunden habe, dass YouTube eine echt umfassende API anbietet für alles. Hervorragend, super einfach zu benutzen, hat Go-Bindings, ich bin völlig glücklich. Dann irgendwie fragen wir ab mit diesem Einverständnis und so, da kann man einfach einen HTTP-Server aufmachen, der hat dann so einen Button, ja, ich stimme zu, dass mein Vortrag online steht, oder nein, ich finde das total doof, wenn der online steht. Und dann braucht man so einen Bot oder irgendwie schreibt eine Mail mit, hey, schau mal hier, folgender YouTube-Link, findest du das gut so? Wenn ja, klick mal folgenden Button. An sich ist also damit der gesamte Workflow gelöst. Also, das ist ein gelöst, also ich habe für alles Code und das funktioniert, was voll gut ist. Der Code ist fürchterlich. Aber die ganzen Einzelteile sind fertig. Insbesondere das Snapshotting funktioniert und das ist meiner Meinung nach eine der allerwichtigsten Sachen, insbesondere in der Anfangsphase, weil das Ding wird Bugs haben und zwar jede Menge. Was fehlt, ist gerade insbesondere so Glue-Code, wenn wir die ganzen Einzelteile so zusammenschieben, dass der Link, der aus der YouTube-API rausfällt, dann auch wirklich weitergegeben wird an bla. Und etwas, was ich Awesome Source nenne. Mit Awesome Source meine ich irgendwie eine schöne UI, irgendwie die ganze Cloud-Integration, dass man irgendwie die Control-Plane von der Arbeit trennt, dass man sie also in der Theorie getrennt laufen lassen kann, dass man also zum Beispiel alles, was wir interessant, also was wir selbst laufen lassen können, einfach auf Eris laufen lassen und nur für was auch immer wir wollen, uns dann irgendwo hin SSH oder sonst was. Und irgendwie allgemeine Infrastruktur, um irgendwie ein paar Sachen einfacher und maintainbarer zu machen. Derzeit, wie gesagt, der Code ist fürchterlich. Das heißt, an sich, ich will jetzt nicht behaupten, an sich funktioniert alles und jetzt muss man nur noch den Code schön machen. Aber ich sag mal so, ich bin 80% fertig, das heißt, jetzt muss ich nur noch 80% der Zeit investieren vom gesamten Projekt. Also, ich habe die ersten 20% der Zeit investiert, um 80% fertig zu sein. Ich habe relativ wenig Zeit daran zu arbeiten, weswegen auch ich den Talk vor ein paar Monaten angekündigt habe und in der Zwischenzeit nicht so furchtbar viel weitergekommen ist.
Aber ich hoffe, es wird awesome. Relevanter XKCD. Die Theorie versus Reality, of, wie das funktioniert mit Automation. In der Theorie stellt man sich irgendwie vor, man hat irgendwie so Arbeit, die man irgendwie nervig findet. Und dann denkt man sich, ja, ich mache jetzt einmal, ich schreibe Code und dann schreibe ich Code und dann macht man die Arbeit. Aber dann funktioniert die Automation und ich muss nie wieder diesen Task machen. In Wahrheit sieht es halt eher so aus, man schreibt irgendwie diesen Code und dann debuggt man den Code und dann geht's einfach und so. Dieser Graph sollte nicht zwei Dinge. Dieser Graph trifft auf dieses Problem natürlich völlig gar nicht zu, weil dieser Graph scheint irgendwie anzunehmen, dass die Arbeit, die ich da rein investiere, sich irgendwann rentiert. Also auch nur theoretisch rentieren könnte. Ich glaube, wir müssten über die nächsten 30 Jahre einmal pro Tag ein Video aufnehmen, damit sich das wirklich zeitlich rentiert. Der Grund, aus dem ich das trotzdem mache und mir trotzdem die Arbeit mache, ist, dass ich hoffe, dass das, was ich hier als Awesome Source TM beschrieben habe, dass ich das, also ich will mit diesem Projekt so ein bisschen experimentieren, wie eine Lösung aussehen müsste, um solche Sachen genereller zu machen. Quasi ein Framework zu bauen, in das man dann einfach nur noch die relevanten Teile reinpackt und dann kriegt man diesen ganzen Scheiß mit Cloud und so umsonst, weil ich hasse Shell-Skripte wie die Pest. Ich finde, Shell-Skripte sind etwas, was man einfach, wenn man ein Shell-Skript schreibt, dann hat man es schon verloren. Aber gleichzeitig gibt es einfach so Dinge, die sind einfach dumm und die kann ein Computer einfach so einfach machen und es wären einfach 4 Zeilen Code, die zu machen, aber damit es dann irgendwie reliable läuft und sauber und mit Restarts und mit Warten und mit Features, muss man halt irgendwie die ganze Zeit Scheiß drumherum bauen und das ist halt nervig. Meine Hoffnung ist, dass die Awesome Source dass ich genug Erfahrung mit diesem Projekt sammle, um Awesome Source zu schreiben, die mir als Framework dienen kann für generelle Automatisierung in aller möglichen Hinsicht. Aber nein, ich bilde mir nicht ein, dass der Aufwand, den ich da reinstecke, in irgendeiner Weise angemessen ist für dieses Problem. By the way, was ich vergessen habe zu sagen, in meiner ganzen Darstellung, wie das funktioniert mit diesen Videos hochladen, habe ich natürlich fürchterlich übertrieben. In Wahrheit ist das alles gar nicht so ätzend, aber schon ein bisschen ätzend. Okay, ich bin fertig. Wenn ihr wollt, also nicht jetzt, aber wenn ihr wollt, können wir uns irgendwie hinsetzen und irgendwie ein bisschen Code angucken. Wenn ihr irgendwie Interesse habt, daran mitzuarbeiten, kann man mal gucken, ob wir das irgendwie hinbekommen. Aber ja, das ist im Wesentlichen, was ich sagen will. Der Code, wie gesagt, ist leider noch nicht fertig. Deswegen kann ich nicht Demo machen. Außerdem dauert es ein paar Tage, so ein Video zu processen. Vielleicht nächstes Mal, wenn ich hier bin. Aber ja, ich hoffe, dass es jetzt nur noch ein paar Tage Arbeit sind, bis soweit ist, dass man das benutzen kann. Sehen wir dann. Okay, danke fürs Zuhören. Vielleicht? Jan? Also ich bin ziemlich überzeugt, dass es nicht nötig ist, viel Rechenzeit da reinzustecken, in diese Sachen, die du beschrieben hast, weil die meisten Frames gar nicht angefasst werden, einfach durchgereicht werden, es sei denn, wir würden ein Bufferzeichen oder sowas benutzen. Ja, wenn du den FFmpeg-Graph schreibst, der das tut, bin ich bereit, den einzubauen. Ich würde hoffen, dass, also ich habe sowas mit meinem MPEG gemacht, aber das ist scheiße, wie du gesagt hast. Das Problem ist an sich schon, an sich kannst du das machen. Das Problem ist in dem Augenblick, in dem du die offensichtliche Lösung nimmst, um einen Crossfade zu bauen, geht das kaputt. Weil die offensichtliche Lösung bedeutet, er sieht, oh, die erste halbe Sekunde muss ich ja rechnen für jeden Frame. Dann rechne ich einfach mal für alles. Das heißt, was du machen kannst, ist, du kannst das Video splitten in den Crossfade-Teil und den Nicht-Crossfade-Teil und das zusammen cutten und so. Das funktioniert an sich, das würde Sachen deutlich beschleunigen. Immer noch nicht genug, glaube ich, dass ich glücklich damit wäre, das auf unserer Mini-Iris-VM laufen zu lassen. Vielleicht, dass ich glücklich genug wäre, es nachts laufen zu lassen. Aber ich werde mich nicht hinsetzen und diesen Graph malen, weil das ist mir zu nervig.
Computer sein, CPU sein ist an sich billig. Ich werde da jetzt nicht Menschenzeit reinstecken, um die rauszufinden, wie FFmpeg jetzt wirklich ohne Detail funktioniert. Wie gesagt, ich habe es versucht ein paar Tage lang und bin einfach dran gescheitert. Ich bin der Erste, der zugibt, dass ich nicht qualifiziert bin, um FFmpeg zu bedienen. Und dass jemand, der mehr qualifiziert ist, es besser hinbekommt. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Wenn du es hinbekommst, freue ich mich drüber. Jesse? Kann man eventuell, oder bietet die YouTube-API das an, dass man eventuell gar keine externe Renderlösung braucht, sondern quasi der YouTube-API? Ich meine, momentan rendert die YouTube-API das, also YouTube das für uns. Ob man YouTube quasi sagen kann, da render so, gibt es das? Kann ich das? Ich habe den gleichen Gedanken gehabt, ist aber bisher noch nicht angeguckt, kann ich selber machen. Ich glaube nicht. Die Justification für mein Guess ist, da hätte sich bestimmt jemand schon jemand hingesetzt und diese Flash-Kacke, die YouTube als Video-Editor hat, durch JavaScript ersetzt. ich glaube nicht, aber vielleicht. Die API ist tatsächlich deutlich größer, als man glauben würde, wenn man irgendwie YouTube einfach nur bedient. Also sie erlaubt schon deutlich mehr, aber ich glaube, sie erlaubt kein tatsächliches Editing, aber das ist geraten, müsste man sich angucken. Auch da, ich bin völlig bereit, mit es anzugucken, wenn es das einzudingen ist. Aber ja. Wie gesagt, meine persönliche Meinung dazu ist, ich will sowieso auf GCP rennen und ich habe auch kein Problem damit, irgendwie dem Verein einmal pro Woche für ein paar Stunden einen Port bei mir laufen zu lassen. Oder so, aber wenn man irgendwie andere Lösungen findet, findet man andere Lösungen. Ja, du hast halt, wenn es nochmal in die Google Cloud schiebst, hast natürlich, musst das Ding einmal dahin uploaden, dann wahrscheinlich von daher irgendwo hinladen. Der Traffic kostet nichts. Ja. Weil das ist Google Internet Traffic. Ja, gut, wenn es sowieso da machst, könntest du. Ja, genau. Cloud, das genau, und das ist dann die Aufgabe. Die Aufgabe der Awesome Source ist, einen Glue Layer zu liefern, um solche Vorgänge zu beschreiben. Das, also nur um kurz zu sagen, was meine Idee hinter dieser Awesome Source ist. Meine Idee hinter der Awesome Source ist, nachdem wir den Code haben, um was auch immer damit zu tun, sollte der Aufwand, führe diese Aufgabe dort aus und schiebe dann die Daten von X nach Y statt über Z, hoffentlich einfach sein. Aber ja, also an sich, technisch ist es, du renderst das halt auf GCP und lädst es dann halt von da aus hoch. Auf YouTube direkt und dann musst du nur noch die Links zurückschieben und das kostet nichts und ist simpel. Es auf YouTube zu machen hätte einen tatsächlichen technischen Vorteil und zwar, dass man sich einen Coding-Pass speichert, ja. Erspart. Weil YouTube natürlich, ja. Es ist natürlich nicht möglich, ein Video zu YouTube hochzuladen, sodass YouTube nicht denkt, oh, ich muss das immer wieder kodieren. Soweit ich weiß. Aber ist mir im Zweifelsfall egal, wird halt die Qualität minimal schlechter. Ja. Selbst wenn es möglich wäre, würden sie sich in ein paar Wochen umentscheiden. Okay. Also ja. Dauerhaft neu zu kodieren ist scheiße, aber es einmal zu machen, mehr oder weniger, macht jetzt den Bereich noch nicht fett, glaube ich. Also ist schon okay. Aber ja. Ja, wenn du in der Google Cloud Engine einfach hinreichend hoher Qualität renderst, dann sollte der YouTube-Algorithmus dann nicht so viel dran kaputt machen können, denke ich. Ja, der wird halt trotzdem rechnen, weil er halt alles immer runterrechnet auf die anderen Auflösungen hat. Genau. Ja. Das ist so. Meine Hoffnung war bisher, dass er das als Baum macht. Dass du das quasi hochlädst, er dann die Datei in alle unterschiedlichen Formate umrechnet, statt die Datei in ein Format und dann das Format in unterschiedliche. Ja. Aber ich weiß auch nicht, wie YouTube in der funktioniert. Ich könnte nachgucken, aber das ist mir jetzt nicht wert. Soweit ich weiß, behalten sie die Datei hochgeladen. Ob sie jetzt eine Masterkopie selbst ziehen, davon ist eine andere Frage. Ja, das bezweifle ich nicht. Meine Frage ist, ob sie quasi... Ich vermute, die werden sich das schon sinnvoll überlegt haben, dass die nicht durch unnötig viele Encoding-Schritte gehen, weil da arbeiten ja auch nicht völlig dämliche Leute. Nee, aber wie du vorhin gesagt hast, die wollen es halt auch reproduzierbar haben. Mhm. Soweit ich das mitbekommen habe, ziehen sie eine Masterkopie und davon rendern sie alle an. Ich, I can neither confirm nor deny the existence of existence. Master Copy. Okay.